Jawoll! Hallöchen und herzlich willkommen zurück in Tibia! Wir sind immer noch bei den Boggies und wir wollen hier ein bisschen noch den Hunting Ground mal begutäugen, ob das hier so alles rechten, oh Gott, rechter Dinge zugeht, mit rechten Dingen zugeht. Dazu rennen wir mal hier rum und schmeißen ein bisschen Amas rauf. Was mir gestern eingefallen ist, also was ich noch erzählen wollte, wir sind ja in so einer goldigen Situation, dass wir den nächsten Update haben. Hier so ein schönes, knuffiges Update. Ich freue mich schon drauf zu sehen, wie quasi auch die neuen Spites quasi der Laufanimation von den Charakteren hier verändert werden. Das, der David hat ja schon mal auf dem Testserver ein bisschen gespoilert. Das heißt, er hat ja einen Livestreamer übertragen und ich fand... Alter, bist du laut, Alter. Mach doch mal leise hier. Ach, so, fantastisch. Der hat so ein bisschen gespoilert. Und, was heißt gespoilert, also gezeigt auf dem Testserver. Und ich fand das richtig, richtig nice. Also das hat so ein bisschen, wenn jetzt alle Viecher quasi so laufen würden, also nicht nur mit zwei, es sind ja zwei Bilder, die sich immer abwechseln, ne, wenn du läufst. Und wenn alle so laufen würden, mit 8 Spites, hätte das auf jeden Fall ein bisschen mehr Einfluss hier auf die Spielatmosphäre. Also ich find's richtig nice. Und weshalb ich das jetzt sage, das Update steht ja vor der Tür. Genauso wie ein paar Bockrider hier. Die stehen auch alle vor der Tür. Und ich habe ja schon gesagt, wenn das Update da ist, werden wir hier die normale Folgen eigentlich unterbrechen. Und direkt an dem Tag danach, könnt ihr euch darauf einstellen, gibt es einen Special Part von Tibia. Der wird quasi mit den großen Stinker sein. Und wir werden... Was ist denn Boogie Grids? Aha. Creature Product. Gut, kannst behalten. Will ich nicht. Ja, also wie gesagt, direkt nach dem Update gibt es einen Special Part. Ich werde mir den großen Stinker ganz Drefia untersuchen. Und ich habe gestern, also der David hat mir nicht nur die Spites gezeigt, wie es aussieht, sondern natürlich auch Drefia und sämtliche Hunting Grounds, die es da so gibt. Und Ladies und Gentlemen, haltet euch fest, ihr werdet Drefia nicht wiedererkennen. Never ever werdet ihr Drefia wiedererkennen. Ich fände es gut und fand es richtig geil, dass wir dann wirklich dann nochmal da gewesen sind, jetzt hier die letzten zwei, drei Folgen und uns Drefia nochmal angeguckt haben. Das finde ich richtig gut, weil man kann so Vorher-Nachher-Vergleiche schon ziehen. Einige Stellen erkennt man wieder und es gibt übelst geile Hunting Grounds jetzt, neue Hunting Grounds vor allen Dingen und die werden wir uns alle angucken. Das heißt, es wird wahrscheinlich... Ja, also ich will wahrscheinlich... aufgrund des neuen Renderverfahrens kann ich es ja gerne gut machen. Also locker mal einen halbstündigen, wenn nicht sogar einen dreiviertelstündigen Part draus basteln. Muss nur gucken, dass ich das irgendwie an jedem Tag denn gerendert und über Nacht zum Upload bringe. Muss ich mal gucken. Jedenfalls wird es wahrscheinlich was Längeres werden. Definitiv eine halbe Stunde, wenn nicht sogar eine Dreiviertelstunde. Muss ich mal gucken, wie schnell wir da durchkommen, weil wir wollen ja, also ich zumindest will mir die ganzen Hunting Grounds angucken und mit euch... ja, euch kann ich auch direkt zeigen, was sich da geändert hat. Also da freue ich mich schon richtig drauf, wie so ein kleines Kind quasi. Und man kann ja auch auf der Homepage schon direkt das Update-Datum guessen. Also erraten, erahnen, machen sie ja immer sich einen kleinen Gag draus. Guess the Update. Und das wird wohl zwischen dem 15. und, jetzt muss ich lügen, 23. War es der 23.? I don't know exactly. Sein. Und ich habe, nee, nicht der 23. Zwischen dem 15. und dann zwei Wochen drauf. Und ich habe dem... 24. getippt, weil die letzten drei Updates kamen immer an einem Mittwoch raus und das Update davor kam an einem Dienstag raus. Und deswegen habe ich, glaube ich, den 24. getippt. Mal gucken, ob das hinhaut. Ich habe keine Ahnung. Müssen wir gucken. Ja, und dann könnt ihr euch, wie gesagt, das ist ja dann auch fast Folge 200 Zeit, so in dem Dreh irgendwie. Ich glaube, in der gleichen Woche kommt Folge 200. Und für die, die es jetzt vielleicht gestern noch nicht gehört haben und nicht mitbekommen haben, bombardiert mich mit Fragen. Bombardiert mich jetzt sofort ab in die Comments. Schreibt es. Wir werden Folge 200 so ein kleines Special machen. Das heißt, ich werde ein schönes Gameplay zeigen, was ich aufgenommen habe. Einen schönen Hunting Ground, eine Hunting Season. Vor allem auch wichtig, mit nicht so nerviger Mucke im Hintergrund. Boah, leck mich fett. So, wir werden eine kleine Hunting-Season machen, die ich schon aufgenommen habe und werde die nachvertonen mit einer kleinen Plauder-Fragestunde. Das heißt, ihr könnt mich fragen, was ihr wollt und ich beantworte alles. Alle Fragen, bis auf die unter die Gürtellinie gehen. Die werde ich dezent ansagen und dann gibt es böse Schimpfwörter von mir. An den Kopf geknallt. Direkt geradeaus, mitten in die Fresse rein. Für freche Fragen.
Nein. Also ich versuche wirklich, soweit es geht, soweit es im Rahmen des Machbaren ist, zu beantworten und natürlich auch live. Das heißt, ja, keine Ahnung, fragt mich, was die Wurzel aus minus 1 ist und ich versuche das live zu beantworten. Ich schreibe mir die Fragen zwar vorher auf, aber ich google nicht. Ganz bestimmt nicht. Wenn ihr wissen wollt, was die Hauptstadt von Washington D.C. ist, dann habt ihr entweder nicht aufgepasst in Erdkunde oder, ja, ihr müsst halt warten, bis Folge 200 draußen ist. Dann kann ich euch das auch sagen. So, das nochmal kurz am Rande, ein bisschen Eigenwerbung für die schöne Special-Folge, die da kommen wird. Ich freue mich schon richtig drauf. Ich freue mich. Ich grill den Löwen. Ach Mist, das ist ein Tiger. Trottel. Ja, Entschuldigung. So. So, naja, was wollte ich denn eigentlich hier? Eigentlich wollte ich euch die Hunting Grounds zeigen. Jetzt sitzen wir hier bei den Bockridern rum. Also, ihr seht es ja hier, das ganze graue Stück, das geht noch richtig weit tief runter bis hier runter. Und es kommen eigentlich auch keine anderen Viecher, außer diese blöden Tiger, die sich immer unsichtbar machen. Und die Bockrider, die grünen Dinger. Und für ein Level 60 kann man eigentlich ganz entspannt hunten. Ich weiß jetzt bloß nicht, ich habe noch nicht getestet, auf wie viel Erfahrung pro Stunde man hier kommt. Ob sich das wirklich lohnt oder ob man es eigentlich gleich bleiben lassen sollte, weil man woanders... Und ich spreche da immer noch mal gerne die Tomp an. Weil man da locker mehr die Stunde macht. Was haben wir hier? 80.000 ist nicht der Hit. Na gut, muss aber dazu sagen, wir sind A, noch nicht eine Viertelstunde hier. Und B, haben wir auch noch nicht so gehuntet, wie man hier hunten könnte. Also man könnte wirklich alles zusammenluren und mit A was draufballern. Ist aber für einen 60er A ein bisschen risky. Und B, hat man dann, glaube ich, reicht der Spawn da nicht aus. Aber jetzt so one by one kann man das locker luren. Ich glaube, gegen Physical sind die auch ziemlich schwach. Das heißt, man kann die auch mit Rittern hunten. Komm, du kommst da mit hier? Das nehme ich noch. Und dann gucken wir mal weiter. Wir haben ja noch ein paar andere Quarters hier zuvor. Und so wie ich gesehen habe, fanden die meistens echt entspannt, dass wir mal hier so ein paar Hunting Grounds zeigen und mal woanders hingehen. Und nicht immer nur die kacken Tomp da sehen oder die... Crystals oder was weiß ich, wo ich gewesen bin, ja. Das Problem zwischen... Oder warum ich da... War da unten noch was? Nee. Das Problem, was ich immer habe, ist immer die Tatsache, dass ich eigentlich hier so ein bisschen Progress will. Das heißt, dass ich so schnell wie möglich klar Level machen will, um halt nicht nur diese... Geil. Bau, wow. Ich mag diesen Song, der ist richtig geil. Weil ich hier natürlich ein paar andere Viecher hunten möchte. Beispielsweise unten in den Minen und tralala. Und deswegen brauche ich ein bisschen Level. Dann brauche ich Level. Und dafür brauchst du halt Zeit. Ja. Also was Tibia einlehrt, ist natürlich, dass mit aufsteigendem Level das Leveln immer ein Tritt in den Arsch ist. Es wird richtig hoch. Richtig langwierig. Und eigentlich kann man entspannt leveln, dann nur noch, wenn man... Ja, irgendwie nebenbei sich eine DVD anmacht, laufen lässt oder wenn man nebenbei ein bisschen Mucke hört. Ich gerne höre dabei Deephouse, Technohouse, so was in die Richtung. Bin ja hier der Elektromensch, das wisst ihr ja. Könnt ihr auch auf meinem Channel quasi da so das ein oder andere Versuchsobjekt sehen. Habe ich unter den Soundschätzchen versteckt. Für den Findigen unter euch. Und ja, bin ja dabei, nebenbei ein bisschen Musik zu machen, wusel mich da so rein, hab das aber wirklich bloß auf Hobbybasis aktuell. Und ja, ist ja so unglaublich groß, diese Welt. Tach, wer bist denn du? Was? Shishut? Kishut? Kishut? Don Kishut? Ja. Ach, ein Ritterchen. Verstehe. Gut, der hier unten sind... Was ist denn hier unten so? Ach ja... Geht's, glaube ich, weiter denn noch zu den ein paar Nightmares hast hier unten. Also da solltet ihr denn, wenn ihr wirklich Low-Level seid und ihr huntet, einige, also vorher auschecken. Ich weiß jetzt nicht genau, wo jetzt hier. Ich glaube, hier drüben kannst du auch runter. Hier ist, glaube ich, definitiv. Da können wir gleich mal gucken. Da können wir gleich mal hin, können wir gleich mal sterben. Warte. Da sind, glaube ich, Nightmares. Und Nightmares, böse Viecher. Huch. Nee. Ich glaube, das hier ist eine Quest. Okay. Also irgendwo sind hier auch Nightmares drin. Und Nightmares, wie gesagt, wenn ihr wirklich Level 20 seid, die gucken euch lieb an, zwinkern einmal und ihr knutscht den Boden. Warte mal. Passage. Jupp. Ach so. Trottel live. Passage?
up into the arena. So, jetzt sind wir in der Arena. Und ihr seht schon, in der Arena ist es so, hier unten auf dem Grund, auf dem Floor. Auf dem Floor sind kleine Mistviecher, die sind eigentlich weniger interessant. Hier oben sind dann die Dinger, die da so ein bisschen reinhauen. Quasi so ein schöner Wurm oder. Naja, komm. Schöner Wurm oder hinten kommt jetzt gleich auch noch eine Hydra. Irgendwo ist noch ein Dragonlord. Gucken wir gleich mal uns alle an. Kann man hier wirklich hunten? Kann man es empfehlen? Also ich kann hier das Hunten nicht empfehlen. Zumindest nicht als. Also ich. Ja. Als High-Level. Oder sowas. Man kann hier sicherlich unten ein bisschen rumrennen, aber. So, was bist du für einer hier? Level hat für Paladin? 83. Ah, komm. Gucken, wie er sich schlägt. Hat wahrscheinlich. Oh, 355 hat schöne Skills. This is not bad, my dear. Quasi wie mein kleiner Pally. Und da fallen mir wieder alle meine Sünden ein. Ich wollte ja noch Update-Special. Vocation-Specials. Wollte ich auch noch machen. Ich habe so viel zu tun. Ich würde es ja so gerne machen, aber ich habe irgendwie aktuell ganz wenig Zeit. Was mich auf jeden Fall freut, ist die Tatsache, dass ich dieses Renderverfahren jetzt ein bisschen geupdatet habe. Dass ich. Ach so, ich wundere mich, warum schleiche ich denn so? Aber klar, Carnifilas, die machen ja nicht betrunken, sondern. Sind die oben zwei eigentlich? Nee, ist nur einer, ne? Ja. Komm, den nehmen wir mit. Bevor sich der komische Pally den wieder schnappt. Komm, stirb! Stirb schnell und. Ach nee, stirb langsam. 5.0. Ist meiner. Hat mich gelootet, also keine Panik. Kannst einen Elefant haben. Als Ausgleich. So, ja, also Renderverfahren, wie gesagt, ist optimized und da habe ich jetzt wesentlich mehr Potenzial, quasi auch euch nicht nur Tibia Let's Plays, sondern auch andere Let's Plays zu präsentieren. Und das macht mir noch mehr Spaß, weil ich es irgendwie mehr und mehr Tag für Tag genieße. Zumal jetzt auch TGN angefragt hat, aber das ist ein anderes Thema. Wollte ich sagen. Ja, hier geht's dann zur Arena. Da waren wir schon mal drinne. Das ist eigentlich bloß, ja, brauche ich gar nicht so viel erzählen. Hier gibt's diese Dinger hier, die. Wie heißen die? Was sind denn für Dinger? Gladiatoren, richtig. Später kommen da die anderen bösen Gladiatoren. Die hauen noch ein bisschen mehr rein. Aber eigentlich, ja. Hä? Lady Ayorus. Hi, Babe. Du wirklich eine Frau oder steckt dahinter nur ein Mann im Schafspelz? Everything alright? Sounds great to me. I like your hair. It's as fiery. As my heart is. So, ja, okay. Genug geflirtet, see around. Wo gehen wir jetzt hin? Haben wir noch ein Part? Hier hinten ist noch einer. Also ein Quarter fehlt noch. Also der Quarter ist, wie gesagt, ja, hast du. Ist wie, ja, wie ein Zoo quasi. Ist ja auch nicht umsonst eine Arena. Hast du lauter Krams, lauter Schüssel und. Sämtliche Mistkackviecher rennen hier rum. So, nicht so der Hit. Muss man nicht kennen. So, aber irgendwo ging es doch hier. Da. Ist die Mucke zu laut? Ich hoffe nicht. Falls doch, also wenn ich jetzt den Ausschlag mir angucke, den Ausschlag der auf Audacity, ist eigentlich ganz normal. Ich hoffe, man kann mich gut raushören. Finde die Mucke auch ziemlich geil, muss ich sagen. Ah ja, gut. Gibt's noch was anderes zu erzählen? Nö, eigentlich nicht. Doch, oder? Natürlich. Wisst ihr, was ich vergessen habe? auf meine Uhr zu gucken. Und zu drücken. Mal wieder. War ja klar.
So, pass mal auf, dann machen wir Folgendes. Wir gehen mal hier hoch in den unteren Quarter, dann rein in den letzten quasi. Den möchte ich euch dann nicht vorenthalten. Ach, es gibt ja noch andere, fällt mir gerade auf und ein. Wir sind ja bloß die eine Runde gegangen, sprich vom Magicen Quarter in Richtung Westen. Es gibt ja noch den Richtung Osten. Das heißt, da kommt ja noch der Sunken Quarter und der, wie heißt der, Mechanical-Dingens-Drecks-Quarter? Keine Ahnung. Da müssen wir ja auch noch hingucken. Ich meine, wenn wir jetzt schon uns die alle angucken, dann bitteschön richtig. Kann ich hier schon durch? Darf ich hier schon durch? Hallo? Darf ich? Ja, ich darf schon. Das ist ja schön. So, warte mal. Hier unten, da gibt es auch eine Quest, fällt mir gerade auf und ein. Und zwar eine Quest, wo man wunderschön in eine Draggy-Area kommt. Also da, wo man, da kann man schön Drachen handeln. Das müsste ich euch eigentlich auch nochmal nahe bringen. Oh, Ladies und Gentlemen, das Let's Play hat so viel Potenzial noch. Ich glaube, wir können noch 80 Trillionen Stunden hier quasi verbringen. Hier braucht man übrigens keinen Access. Hier ist eigentlich auch bloß ein bisschen Kram. So Schmuggler-Gedöns. Na gut, hier ist noch eine Ork-Borg. Eine Ork-Borg. Die Ork-Borg, die ist eigentlich, ja, nicht so groß. Da kann man, ihr seht es ja, Ork-Spearman, Bar-Berserker. Ein paar Magicans, also hier diese Ork, wie heißen sie? Ork-Zauberhasen. Und hier sind bloß Amazonen, irgendwelche komischen... Was? Crazed Better? Bebegger? War das denn Crazed? Verrückt vielleicht. Ist das nicht Crazy? Crazed Becker. Hab ich noch nie gehört, das Wort. Na jedenfalls gibt es hier Bettler und sexy Amazonen. Natürlich auch Gangmembers, das ist klar. Warum ist denn hier mitten eine Pyramide im Hä? Okay. Das muss so, nehme ich an, ne? Hey, hoa, hoa. Ja, so, hier hinten kommt man dann, wie gesagt. Hier ist dann noch ein NPC. Und dieser NPC bringt einen dann zu einer bestimmten Insel. Ist es Fenrock? Ich glaube, es ist Fenrock. Dort kann man dann Draggies normale handeln oder später auch, ich glaube, Level 90 brauchst du da. Kannst du einen weiteren Dragon Lord Spawn quasi dir freischalten. Das werden wir sicherlich auch noch irgendwann zeigen. Aber ich glaube, bis wir da sind, naja, werden vielleicht noch 2-3 Folgen vergehen. Müsst euch noch ein bisschen gedulden und dranbleiben. Immer schön einschalten. Dann werden wir das noch sehen. So, ja, also hier, wie gesagt, eigentlich nur Schüsselmüssel. Wenn du mit Level 8 hierher kommst, kannst du hier gerne handeln. Ich denke mal, es ist genug Krams vorhanden, damit man hier auch entspannt schnell leveln kann. Früher gab es ja nur ein Port Hope quasi. So ein paar Trollkäfige, wo man... Welches Level bist du? Ja, siehst du. So ein 36er Knight huntet hier. Also, wenn man einfach bloß ein bisschen rumrennen möchte und nicht großartig auf die HP achten will oder einfach nur ein bisschen Geld sammeln will, da ist, glaube ich, hier, wo renne ich eigentlich bitte schön hin, dann ist das hier, glaube ich, ganz entspannt. Gut, jetzt habe ich euch den Quarter auch noch gezeigt, ohne jetzt darauf zu achten, was für eine Zeit wir haben. Gut, dann machen wir Folgendes. Wir machen mal einen Schluss hier rein, weil die Indianermucke im Hintergrund auch schon wieder so geil ist, müssen wir die unbedingt ausblenden. Wenn es euch gefallen hat, ne, Däumchen nach oben, ansonsten Kommentar nach unten. Und wenn wir schon bei Kommentaren sind, bitte denkt daran, Folge 200, Fragen, Antworten spielen, ne? Ihr könnt immer noch Fragen posten. Und würde mich freuen, wenn ihr das auch tut, wenn ihr mich mit 50 Milliarden Fragen bombardiert, die ich dann alle in 2 Stunden oder in einem Special von 30 Minuten, je nachdem, beantworten darf. Ne? Also in dem Sinne, Tschüssi mit Küsschen Rinjauen. Wir hunten morgen weiter. Bis dahin. Tschüss.